Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcane Vale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Arcane Vale mit mir und meinem kleinen Fuchs Ghosty. Ich nenne ihn erstmal Ghosty. Ne? Ja, beim letzten Mal haben wir hier einige Questen abgeschlossen. Heute wollen wir uns an der Arena versuchen. Ja, mit dem hatten wir ja schon mal geredet. Ich möchte die Arena jetzt betreten. Scheinst du, dass ich dich richtig eingeschätzt habe? Es wäre falsch von mir, dich nicht zu warnen. Die Arena ist ein tödlicher Ort. Du könntest tödlich verletzt oder sogar getötet werden. Bist du sicher, dass du daran teilnehmen willst? Ja, ich bin mir eigentlich relativ sicher. Ja, ich habe keine Angst. Die Arena wartet darauf, dass du eintrittst. Wenn du bereit bist, den Platz des Herausforderers einzunehmen, dann werden wir beginnen. Ach, einfach reingehen. Die riesige Arena. Alle wollen meinen Tod sehen. Aber ich habe meinen kleinen Fuchs an meiner Seite. Guck mal, sogar die Insektenlady ist hier. Bin bereit. Hab dafür gerade einen Erfolg erhalten. Du willst mich zerquetschen? Bell, lockt der einäugige Krieger. Wirst du nur Steine? Wenn du nur Steine wirst, bist du ja richtig easy. Der wirft echt nur Steine. Ah, jetzt hat er mal zugetreten und besiegt. Easy. Lebst du noch? Jetzt nicht mehr. War das alles? Ich habe dafür 250 Goldmünzen bekommen. Bellock, waren 4 Kämpfen unbesiegt. Du hast wirklich gut gekämpft. Ich will ehrlich sein. Niemand hat erwartet, dass du länger als ein paar Sekunden durchhältst. Ich werde etwas Zeit brauchen, um einen neuen Gegner für dich vorzubereiten. Wenn du der Herausforderung gewachsen bist, komm in ein paar Stunden wieder und sprich mit mir. Oh, hier ist auch dein Gold für den Sieg. Es gibt noch viel mehr, wenn du eine Siegesserie aufbaust. 250 Gold sind schon einiges. Na gut, kann ja einmal kurz ein bisschen Zeit skippen im Inn. So, er hat die nächste Arena bereit, offenbar. Bist du bereit, wieder in die Arena zu gehen? Ich habe einen weiteren Gegner für dich gefunden. Ein Publikumsliebling und Gewinner von 6 Kämpfen. Ich bin bereit für die nächste Lusche. Die Arena wartet darauf, dass du eintrittst. Wenn du bereit bist, den Platz des Herausforderers einzunehmen. Viel Glück. Ist das ein Hai? Warum nennen die mich alle armselig? Zolke heißt er. Also, du hast ja eine lächerlichere Hitbox von deinen Angriffen als dein vorheriger Kollege. Hä? Ich war doch gar nicht in Reichweite. Die Hitbox ist wirklich weird. Und besiegt. Oh, da sprudelt das Gold. Nieder mit ihm. 350 Gold, danke sehr. Bei dir sah das so leicht aus. Und die Zuschauer lieben dich. Bei diesem Tempel könntest du Arena-Champion werden. Ich brauche etwas mehr Zeit, um einen neuen Gegner für dich vorzubereiten. Komm später für deine nächste Herausforderung zurück. So, ich stehe mal wieder hier. Nachts wieder ein bisschen geskippt. Ich habe mal die Getränke alle unten in die Leiste getan. Für den Fall. Es scheint, als wären die letzten beiden Kämpfe etwas zu leicht für dich gewesen. Diesmal habe ich etwas mehr Tödliches. Bist du bereit, dich deiner bisher größten Herausforderung zu stellen?
Betritt die Arena, wenn du bereit bist. Und stell dich auf den im Platz des Hauses. War das ohne viel Glück. Du wirst es brauchen, weil der nächste Gegner ist schon wieder eine Megalusche. Oh, diesmal sind es mehrere Gegner. Und sie haben Schilde. Na gut, macht es teilweise sogar einfacher, weil ich sie einfach alle gleichzeitig hitten kann. Einer ist schon tot. Oh, stimmt ja, es gibt auch noch die Geister, die aus den Knochen rauskommen können. Hatte die Mann ja gar keinen Schaden. Luftrune. Wofür brauche ich denn Luftrune? Irgendwas mit dem Magiern auf jeden Fall. Bei dir sah das so leicht aus. Und die Zuschauer lieben dich. Bei diesem Tempel könntest du Arena-Champion werden. Ja, den Text kennen wir. Ich bin gleich wieder. Ach, ich kann diesmal sofort? Der nächste Gegner wurde aus den Tiefen des Ozeans gefangen genommen. Es ist Jahre her, seit wir das letzte Mal einen in der Arena hatten. Bereit für die nächste Lusche. Ich weiß, ich beleidige die Gegner damit, aber bisher sind das wirklich alles Luschen. Aber wir treffen hier auch sehr interessante Gegner. Oh, der wirft seinen Speer. Heißt ja aber eigentlich, ich muss nur Kreise um ihn laufen, ne? Okay, der kann ein bisschen mehr als die anderen. Okay, und tot. Der hat auch eine Rune hinterlassen. Eine Wasserrune. Ich farm hier einfach Geld. Langsam gehen uns die Gegner aus, die wir dir vor die Füße werfen können. Du hast dich wirklich als würdig erwiesen. Und es ist an der Zeit, dass du gegen den aktuellen Arena-Champion Blutheld Rakras antrittst. Er wird dich auf die ultimative Probe stellen. Gib mir ein paar Tage Zeit, um die Arena vorzubereiten und den Kampf zu bewerben. Bis dahin halte dich bereit. Also einfach einmal kurz schlafen gehen. So Leute, ich habe unseren Charakter einfach mal 3-4 Tage schlafen lassen. Zeit für den finalen Kampf. Es ist an der Zeit, dass du gegen den aktuellen Arena-Champion Blutheld Rakras antrittst. Er wird dich auf die ultimative Probe stellen. Wenn du ihn besiegst, wirst du zum neuen Arena-Champion ernannt. Und mit ihm den ganzen Ruhm und Reichtum, der mit einem Champion einhergeht. Bist du bereit, dich deiner bisher größten Herausforderung zu stellen? Ja, diese Lusche mache ich jetzt auch noch fertig. Betritt die Arena, wenn du bereit bist. Und vernichte ihn. Bei ihm nutze ich, glaube ich, tatsächlich den Rüstungstrank. Kämpf gegen den Minotaurus. Warum nennen die mich alle Schwächlinge? Am Ende sind die es, die immer die drauf gehen. Fuchs, ist nicht hilfreich, dass du gerade da standest. Bei denen gehe ich lieber auf Fernkampf. Der scheint im Nahkampf richtig gut reinzuhauen. Warum bleibt mein Fuchs da stehen? Habe ich ihn irgendwie aus Versehen auf nicht mehr folgen eingestellt?
Ich will das jetzt auch gerade nicht umstellen, während mir so ein Minotaurus hinterher rennt. Also die Erde bebt die ganze Zeit, wenn der sich bewegt. Ja komm, den letzten Schlag gebe ich dir mit dem Schwert. Besiegt! Wir haben den Arena-Meister vernichtet. Komm hier. Mwahaha. Liegen noch eventuell der ein oder andere Fall von mir, den ich daneben geballert habe. Also ein Nahkampf wäre wahrscheinlich wirklich keine gute Idee gegen den gewesen. Hätte ich mir auf jeden Fall vorstellen können. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Ich konnte aber nicht alles lesen. Hä? Ich drücke nichts. Als neuer Arena-Champion schwöre ich dir meine Treue, um sie auf ihrem Weg zu begleiten und an ihrer Seite zu sein. Ich verpflichte mich, den nächsten Arena-Meister zu dienen, solange er lebt. Möchtest du mich als deinen Knappen annehmen? Wenn du unbedingt willst. Du bist diese Entscheidung nicht bereit. Ich schwöre dir Treue zu dienen, du großer Meister. Wahrscheinlich kann ich ihn irgendwie aus der See verprügeln. Nee. Gehen und etwas für mich sammeln. Lol, ich kann ihn auftragen, mir Sachen zu holen. Geh mir mal Erze sammeln. Lol. Wir haben jetzt einen Diener, Leute. Und ich habe verdammt viel Geld gewonnen. Und ich kann ja sogar noch die Schädel beispielsweise verkaufen. Die Rezepte haben wir ja schon. Da habe ich irgendeinen Helm bekommen. Ich müsste nur gucken, bei wem ich nochmal die Schädel hier verkaufen kann. Fuchs, manchmal stehst du echt kacke. Ich habe auch eine Rüstung bekommen. Wahrscheinlich irgendwie so eine Arena-Meister-Rüstung. Wie gesagt, hat eben das... ich habe nichts gedrückt und der hat einfach durchgedrückt. Was haben wir denn da bekommen? Brustpanzer des Arena-Schämchen. 16 Gesundheit, 14 Rüstungen, 2% Ausweichchance und Feuerresistenz. Ja, ist auf jeden Fall besser als meine Rüstung, ne? Gesichtsschutz des Arena-Champions. 14 Gesundheit, 12 Rüstung, 1,76 Ausweich. Ja, Ausweich ist zwar geringer, aber dafür habe ich diesen Debuff nicht. Der hatte mir, glaube ich, noch irgendwas weiteres gegeben, aber da konnte ich es nicht mehr erkennen. Aber wir haben die Arena-Champion-Rüstung. Nice. Im Übrigen, ne, bei den Level-Ups, ich glaube, ich brauche da nicht unbedingt was andrücken. Ich glaube, der boostet alles dann immer. Ich will mich jetzt mal mit so einem Stier anlegen. Oh, da kriege ich nur rohes Rindfleisch. Ich dachte, die würden sich anständig wehren. Aber offenbar tun sie es nicht. Ich guck mich hier gerade noch ein bisschen um. Hier drüben in den Teil waren wir auch noch nie. Was ist denn da drin? Kann ich in die Häuser hier rein? Nö.
Hier kann ich rein. Hallo, dich habe ich doch gerade eben gesehen in der Arena. So, 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 du suchst also einen einfachen Weg, schnell an Gold zu kommen. Wer zum Teufel bist du? Ich bin niemand, nichts, nur ein Sammler sozusagen. Ich bin auf der Suche nach Fischkiemen und werde dafür bezahlen. Fischkiemen? Ja, alle Fische haben sie, aber die, nach denen ich suche, sind viel spezifischer. Die einzigen Kiemen, die ich suche, sind die des Fischvolkes, das in dieser Gegend liegt. Wenn du mir 5 von ihren Kiemen bringst, kann ich dich mit Gold belohnen. Was sagst du dazu? Ja, warum denn nicht? Perfekt, bring mir Fischkiemen und ich werde dir eines meiner vielen Talente beibringen. Was zum Geier hast du da oben alles an Haustieren? Alter, hier ist ein Drachenskelett, glaube ich. Okay, ansonsten scheint hier aber nichts zu sein. Dann gucke ich mir jetzt das Gebäude hier noch an. Hallo? Ich hätte nie gedacht, dass das jemals passieren würde. Ich schätze, wir müssen jetzt anfangen, ein Haus zu suchen. Der Tag ist endlich gekommen. Wir unterschreiben gerade die Papiere, um es offiziell zu machen. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Ist eine Kirche. Hallo, mein Name ist Lisi. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich bin auf der Suche nach einem Platz zum Wohnen. Das hier interessiert mich. Ah, das ist in der Bastion mit Blick auf die Wildnis. Ja, ist das noch zu verkaufen? Steht natürlich immer noch zum Verkauf. Der Besitzer hat gerade den Preis auf nur 5000 Goldstücke gesenkt. Nur 5000. Die Lage ist perfekt für einen Abenteurer wie dich. Und das Gewächshaus ist perfekt für den Anbau von Pflanzen. Ich habe gehört, dass es sogar ein Nebengebäude gibt, in dem man Haustiere unterbringen kann. Wärst du zu diesem Preis daran interessiert? 5000 ist ein bisschen viel. Ich muss leider sagen, dass ich nicht denke, dass der Besitzer auf diesen Preis eingehen will. Lass ich mich wissen, wenn du deine Meinung änderst. Ich habe ja gerade 3600. Wenn ich ein bisschen was verkauft bekomme, eventuell. Ich kann ja gucken, kann ich noch irgendwas aus dem Inventar verkaufen, was ich gerade eh nicht mehr brauche. Also die alte Brustpanzerung und den Helm brauche ich nicht mehr. Das ist ja klar. Ich müsste gucken, wo ich die Schädel nochmal verkaufen konnte. Ich meine, das ging bei dem Typ ganz unten. Also in dem anderen Dorf. Ja, hier beim Schmied konnte ich die Schädel verkaufen. Wie viel bringen denn diese Runen? Nicht so viel. Die Wasserrune bringt ein bisschen mehr. Kannst du die Eingeweide haben? Knochen kann ich auch nicht gerade gut verkaufen. Ich will halt auf 5000 kommen. Hat er da ein Rezept zu verkaufen? Das sehe ich ja jetzt erst. Eisernes Langschwert. Eiserne Stulpenhandschuhe und Beinplatten. Ja, die müsste ich mir eigentlich auch kaufen. Aber erstmal wollen wir uns wirklich um das Haus kümmern. Ich kann halt momentan nichts schmieden. Irgendwie werden wir innerhalb der nächsten Folge die 400 auftreiben, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier dann jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.